Naja, solange ich hier nicht irgendwelchen Raubkatzen begegne, bis jetzt, ist eigentlich alles okay. Ich hätte die Klappe halten sollen. Das da hinten ist doch fix ein Tiger oder irgend sowas. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Green Hell. Tagebuch, neuer Eintrag, Seil. Tagebuch, neuer Eintrag, schwache Fackel. Das kennen wir alles schon. Oh, ich sehe auch gerade, dass wir... Warte, wo war denn nochmal, meine Smartwatch? Ah, nee, alles gut. Doch, wir starten wieder am Anfang hier, wo wir... Ah, ich hatte nicht ganz sofort gespeichert gehabt. Das kann natürlich sein. Genau. Was wir auf jeden Fall jetzt benötigen erstmal, um hier in der Wildnis zu überleben, sind ein paar Stöcke. Und wir müssen ja immer noch unsere Frau Mia finden. Das ist ja die Hauptaufgabe hier gewesen. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was zu essen, dass wir da nicht umkippen. Und auf jeden Fall sollten wir auch von Anfang an eine Wasserquelle finden. Genau, das wollte ich noch sagen. Eine Wasserquelle. Und natürlich auch Steine, damit wir uns hier jetzt eine Spitzhacke und so Zeug basteln können. Damit wir hier nicht elendig krepieren hier im düsteren Dschungel vom Amazonas. Okay. Dann komm mal, Seil, die können wir auch gebrauchen. Das sowieso. Kleiner Stock. Das ist, wenn wir ein Feuer machen wollen. Das am Anfang war anscheinend wirklich so eine Art Tutorial einfach gewesen, dass man so die grundlegenden Eigenschaften des Spiels, also die Mechaniken, dass man mit denen ein bisschen vertraut wird. Oh, wir haben eine Höhle gefunden. Ist ja geil. Wäre eigentlich perfekt für einen Unterschlupf hier drinne. Ist das jetzt... Sammeln. Ah, man kann da auch so, da hat man ganz viele kleine Steine. Wartet mal jetzt. Einen Moment. Warte, wo war nochmal? Da. Rucksack. Ich will gern jetzt ein bisschen was basteln schnell. Stock. Herstellen. Was kann ich denn da herstellen, wenn ich einen Stock und einen Stein mache? Aha, so für Mittelalter. Ja, easy. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen. Ist okay. Das sollte jetzt wirklich erstmal reichen, so für Notbedürftige. Ein Generator. Ist ja krass. Ah, das ist eine Seilbahn. Als ob. Ah, die ist gerissen, aber. Damit kann man nicht viel anfangen. Ja, ganz schöne Schlucht hier. Aber was haben wir noch? Einen Stein gefunden. Unbekannte Nuss. Ja gut, aber wie dem auch sei. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal eine Wasserquelle. Denn sonst werden wir wieder, wie das letzte Mal, sehr, sehr schnell an unsere Grenzen kommen. Und das wollen wir ja nicht. Ah, jetzt glaube ich, das ist ein großer Stein. Warte mal schnell. So, sammeln. Nehmen wir den Stein auseinander. Lianen nehmen wir auch mit. Perfekt. Als erstes würde ich wirklich mal ein bisschen Stöcke und so Zeug sammeln. Gucken wir nochmal im Tagebuch. Was haben wir denn überhaupt hier drin? Da haben wir einen Stein. Das können wir wahrscheinlich einfach aus dem Stein machen. Nichts Besonderes. Das haben wir jetzt. Eine Steinaxt. Eine Fackel. Einfach ein Stock und ein Seil. Machen wir doch auch noch schnell. Es geht ja ruckizucki. Ich weiß ja, wie das geht jetzt inzwischen. Ein Stock und ein Seil. So, herstellen. Eine Fackel haben wir jetzt. Super. Einfach nur kein Feuer. Aber das ist jetzt erstmal wurscht. Ein bisschen was für die Wegzehrung. Was zu essen. Das ist natürlich auch gut. Und ansonsten... Komm. Boah, das dauert ja ewig mit dem Teil. Das ging mit der Machete aber schneller. Wie gesagt, auf jeden Fall noch so Stöcke. Langer Stock. Ah, den kann man wieder... Oh, kann ich den werfen? Nee, geht nicht. Ich dachte, den kann ich jetzt so werfen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Boah, so sammeln. Ein paar Stöcke. Haben wir auch... Ne, das sehen wir nirgends, ne? Wo unser Inventarplatz ist. Da müssen wir jedes Mal den Rucksack aufmachen. Was war das denn jetzt? Mit G. Ah, da werfe ich einen Stein. Mit G, okay. Oh nein, der hat schon wieder Durst. Verdammt. Wir haben wahrscheinlich nicht eine Kokosnuss, gell? Diesmal. Also, Ausschau halten nach Kokosnüssen.
Oder ist vielleicht am alleridealsten noch eine Wasserstelle. Das wäre natürlich am allerbesten. Davon ist irgendein Tier gelaufen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Energie sparen. Ich kann jetzt nicht einfach hier frohen Munters durch die Gegend rennen. Was war denn das? Nee, jetzt will ich doch trotzdem wissen, was das war. Das war ja so ein riesiger Gecko oder irgend sowas. Ah, hier waren wir das letzte Mal. Hier waren wir das letzte Mal gewesen. Guck mal, die Feder können wir auch mitnehmen. Und das Vogelnest. Und das hängt fest. Vielleicht haben wir Glück. Shit. Nee, geht nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Wie gesagt, das Spiel ist ja noch eine Early Access. Es kann natürlich noch sein. Kann natürlich noch vorkommen, dass da 1, 2, 3 kleine Schwierigkeiten entstehen beim Spielen. Wie sieht's mit der Durst aus? Warte. Ich bezweifle, dass sie lieb sind. Von jetzt aufgehört zu singen, das macht mir immer so eine Angst. Ich habe das Gefühl, der kommt gleich Seht ihr das? Gegen die haben wir keine Chance. Vergiss es. Keine Chance. Ich hau ab. Ich hau wirklich ab, weil das ist mir gerade noch ein bisschen too much. Mit so einem kleinen Stöckchen, da komme ich nicht gegen die an. Wenn ich Früchte esse, die haben ja theoretisch gesehen, meine Freunde, haben Früchte ja auch Feuchtigkeit. Also Wasser. Vielleicht löscht es sogar einigermaßen. Ach nö, will ich nicht. Den Durst. Probieren wir es mal aus. Nee, nicht Tagebuch, ich will einen Rucksack. Essen. Hier. Nee, warte, Essen war hier. Vielleicht habe ich Glück. Ah, das funktioniert. Ja, so kriegen wir auch Feuchtigkeit. Gibt zwar nicht so viel Energie, aber hey, Leute, von nichts kommt nichts, ne? Ah, komm, die Nuss essen wir auch noch. So. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Guck mal, wie schön das... Ey, guckt euch den Boden an, wie geil der aussieht. Also der Boden sieht wirklich gut aus. Wasser ist wieder voll bei mir. Tipptopp. Wartet mal, ich will mir mal... Oh, da komme ich nicht drüber. Komme ich da drüber? Kann ich da entlang klettern vielleicht? Ich habe das Gefühl, ich stirb, wenn ich da runtergehe. Das wollen wir nicht. Guck mal, warte mal. Nee, das wäre jetzt zu krass gewesen. Was ist denn das? Hier ist eine Klapperschlange irgendwo, habe ich das Gefühl. Also das mit den Schweinen, das funktioniert noch nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ah, doch. Ich hätte gern irgendwie... Pfeile können wir eigentlich auch noch herstellen. Kleiner Stock und Feder. Aber wir eine Feder gefunden haben. Das finde ich cool, wenn wir irgendwas aufheben, dann zeigt es uns automatisch auch an, was wir daraus alles machen können. Jetzt habe ich gerade Angst gehabt, dass ich nicht aufnehme. Aber alles gut, meine Freunde. Es läuft. Ah, hier. Kleiner Unterstand. Holzscheit, langer Stock, mal 6, Seil, mal 9 und Palmenblatt. 26 Stück. Alter. Da können wir noch ein Bett machen. Da können wir gerade eine ganze Hütte. Stock. Aha, ja, okay, easy. Warte mal. Stock, langer Stock. Seil, können wir lange Stöcke überhaupt, die kann man doch nur so halten. Ich mach das trotzdem. Ich baue mir jetzt erstmal so ein Ding. Einfach nur, weil ich das wissen will. Warte, was war das gewesen? Oh, ich fotografiere das am besten schnell ab. Das geht am schnellsten. Ich darf doch mein Handy schnell benutzen, oder? Sind ja hier nicht in der Schule. So. Habe ich. Also. Was haben wir? Also Stock, langer Stock und Seil. Erstmal nochmal schnell das Inventar aufmachen. Was haben wir denn allgemein an Handwerksmaterialien? Seil haben wir 6 Stück. Das passt ja eigentlich. Stock haben wir 8. Brauchen wir auch 8? Das würde sogar reichen. Langer Stock brauchen wir noch 3 und wir brauchen noch 13 Palmblätter und 3 lange Stöcke. 13 Palmblätter und lange Stöcke. Was sind denn Palmblätter? Sind das Palmblätter hier? Sag mal, ja. Was? Der hält ja gar nichts aus. Mein Gott, easy. Also, nochmal Stock herstellen. Hier, es klappt. Ein Seil auch noch diesmal dazu. Es klappt. Gib mir nochmal einen Stein. Haben wir doch sicher irgendwo. Oh, haben wir keinen Stein? Doch, wir haben noch einen Stein. Doch. Geht nicht.
Einen kleinen Stock vielleicht? Tschüss. Auch nicht? Nee, das Seil muss weg, tatsächlich. Warte mal. Naja, das kannst du mir nicht sagen, das ging doch vorhin. Hier, nochmal den hier. Tatsächlich. Ja, easy, komm. Vielleicht, weil wir... Ah, das kann natürlich auch gut möglich sein. Was ist, wenn ich das jetzt dahin tue? Kann man daraus was machen? Nicht mehr, ne? Ich glaube eben auch nicht. Okay. Ich bin dir nicht böse drum. Aber, warte mal, das kann ich doch sonst auch. Na, werf das Ding doch nicht. Ziehen, blocken. Kann ich die auch wieder wegstecken? Ach, ist mir egal. Palmenblätter. Hier, das sind für mich Palmenblätter. Hier, das da. Ja. So, alle nehmen hier. Palmenblätter. Zack, 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 zack. So. Ich kann mir jetzt halt auch gut vorstellen, dass ich die jetzt irgendwo hin tun muss. Guck, wenn ich jetzt nämlich meinen Rucksack wahrscheinlich aufmache. Klar, fällt alles am Boden. Ich muss wahrscheinlich die großen Stöcke hierher tragen. Wie viele Palmenblätter habe ich denn gehabt jetzt? 2, 3, 4. Ich muss mir wahrscheinlich einen Platz suchen, wo ich die lagern kann. Okay, Palmenblätter kriegst du ja echt überall. Ist da. Am besten an einem Fluss oder so müssten wir eigentlich unseren Unterschlupf bauen. Das wäre am optimalsten. Damit wir was trinken können. Immer mal wieder zwischendurch. Das wäre echt gut. Also machen wir uns auf die große, weite Reise, um was zu finden. Wir finden schon was. Am besten? Nee, brauche ich ja nicht. Das letzte Mal habe ich aber eine andere Spitzhacke gebaut, das weiß ich noch. Oh, wisst ihr, was sein kann? Dass ich den Stein vorher vielleicht so anspitzen muss. Guck mal hier. Hä? Wo ist denn... Aha, nee. Achso, herstellen? Ging das nicht das letzte Mal? Und wenn ich jetzt noch einen Stein da drauf baller? Doch, guck hier. Was ist das jetzt? Genau, guck. Den ballern wir jetzt hier drauf. Und jetzt kommt da noch ein Stock dazu. Und ein Seil. Jawohl, das habe ich gemeint. Guck. Das Ding ist jetzt ein bisschen robuster. Was auch immer das sein soll. Eine Axt. Okay. Hey, ich will die doch anziehen. Kann ich die nicht anziehen? Ich will die Axt haben. So. Axt. Fallen lassen. Nichts fallen lassen. Hä, wieso kann ich denn jetzt nicht mehr meine Waffen wechseln? Ach so, mit 1, 2, 3 macht man das. Mit der lege ich mich besser nicht an. Tut mir leid. So. Da springe ich auch nicht runter, hab keinen Bock, mich zu verletzen. Na, Wasser. Wir brauchen Wasser. Das, ich kann mich doch nicht die ganze Zeit hier von Früchten nennen. Guck, da unten läuft er wieder. Da war wieder was. Habt ihr den Schwanz gesehen? So ein kleiner Gecko oder irgend so ein Scheiß. Ui. Ich schwöre, hier war was. War so ein kleiner Dinosaurier. Mann, hier ist schon wieder irgendwo eine Klapperschlange. Erschreck mich nicht, du Missgeburt, ey. Die hat mich gebissen. Ich bin vergiftet. Wir haben jetzt das Fleisch von der. Shit. Wartet mal. Da war doch was gewesen. So eine komische gelbe Blume, die hilft, die gegen Schlangengift hat's geheißen. Die müssen wir finden. Oh, hier. Das ist sicher auch gut. Oh, wo haben wir die denn? Wartet mal, nochmal gucken. Hier? Kratzer. Vergiftete Wunde. Hier. Wirkung. Senkt man das Fieber. Bekannte Behandlungsmethoden. Kleine Giftmenge wäre im Körper mit jeder Zeit natürlicherweise neutralisiert. Ja, aber was soll ich denn da nehmen gegen das? Verzehr eines Produkts mit einer natürlichen antitoxischen Wirkung. Das war diese Pflanze mit diesen gelben Dingern gewesen. Nicht die hier, oder? Nee. Die hatte so kleine gelbe Blüten, hatte die gehabt. Okay, du bist durstig. Okay, gut. Am besten spaß ich jetzt da nicht rum. Ich gebe dem jetzt was zu essen hier.
Ist da eine Höhle? Da ist eine Höhle, oder? Ja, da kann man rein. Was ist denn das hier? Ein abgestürztes Flugzeug. Ist ja schön, aber wir vergiften. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sterben langsam. Scheiße, ich muss schnell machen. Was haben wir gefunden? Wie geil! Eine Lagerfeuerstelle? Im Bett? Kokosnüsse? Ich hoffe, die gehören hier niemandem. Jetzt gehören sie auf jeden Fall mir. Ah, ich muss die ja aufschlagen. Stimmt ja. Aber da... Maden. Ja, easy, lecker. Okay, das finde ich schon mal cool, dass wir hier ein Bett und sowas haben. Obsidian. Ist ja krass. Aber wir müssen unsere Giftwunde heilen. Wir sterben bald. Na, blödes Bananenblatt. Geh doch weg. Mann, Alter, was soll ich denn machen hier? Warte mal, ich gehe mal schlafen. Kann natürlich sein, dass er dann abspeichert. Am besten mal schlafen gehen. So. Oh, guck mal, das Fieber geht weg und die Vergiftung ist auch weggegangen. Und unsere Energie hat sich aufgeladen. Oh nee, wir sind gestorben. Scheiße. Nein. Oh, jetzt starten wir einfach wieder da, wo wir angefangen haben. Oh. Wie ärgerlich. Ich muss auf jeden Fall von Anfang an diese komische gelbe Pflanze vom allerersten Part da, die da in dem Zelt an der Wand hing, die muss ich finden. Die ist ja gegen Vergiftungen gewesen. Ja, unbekannter Pilz. Haben wir jetzt wieder gar nichts mehr? Ist das jetzt wirklich so? Okay, wir müssen vor diesen blöden Klapperschlangen aufpassen. Ja, super. Ey, ist mein ganzes Inventar jetzt leer oder was? Ist das jetzt dein Scheiß? Oh, das ist dein Scheiß Ernst. Warte, dann kann ich jetzt aber auch mal probieren, was das ausmacht, wenn wir zu den Eingeborenen laufen, auf die uns gerade angreifen. Vielleicht sind sie auch lieb. Kann ja sein, dass sie zu den Lieben gehören. Ah, nee. Nein, 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 nein. Ameisen. Nicht gut. Es kann ja wirklich sein. Es hat ja einen Grund, warum die gerade von Anfang an hier am Anfang schon sind. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo die waren, genau. Also wir müssen mit ganz viel Glück hoffen, dass wir die jetzt finden. Das war doch hier irgendwo, oder? Ich habe keine Ahnung. Gegen den Durst und Hunger. Ja, easy. Das Problem ist jetzt, ich finde wahrscheinlich diese Höhle sicher nicht nochmal. Oder nicht so schnell zumindest. Solange ich mich hier nicht so ein bisschen zurechtfinde. Ah, ich habe ja in der Uhr einen Kompass. Ich Depp, wieso habe ich denn den nicht genommen? Aber sobald man auf jeden Fall dieses Klappern von der Klapperschlange hört, auf jeden Fall das Weite suchen. So, Stöcke haben wir auf jeden Fall jetzt genug. Wie oft sage ich eigentlich noch auf jeden Fall? Was ich jetzt sicher brauche, sind noch Steine. Da ist ja so eine Klapperschlange. Weg von... Solange ich kein Gegengift habe, keine Chance gegen die Viecher. Die muss mich nur einmal beißen. Und ich gehe elendig hier in dem Wald zugrunde. Das gibt's doch nicht. Maden. Oh, guck mal, hier liegt ein totes Tier. Kann man die mitnehmen oder was? Knochen. Auch easy. Da wieder so eine Klapperschlange. Mistvieh, Alter. Was haben wir hier? Nichts, okay. Also zumindest so kann man sich einfach abpflücken. Ist das gut eigentlich, was ich mache, dass ich einfach so quer durch den Dschungel laufe? Oder hätte ich jetzt mal am Anfang mich ein bisschen umsehen sollen? Wobei das mich stark an die Stelle erinnert, wo wir vorhin, also eben gerade lang gekommen sind, wo wir das Flugzeug dann gesehen haben. Ey, hier ist eine Straße. Ich glaube, das ist schlau, jetzt ein bisschen der Straße zu folgen. Aber jetzt habe ich gerade auch die Materialien, um, erstmal esse ich hier schnell ein bisschen was. So. Um
Sag schon. Herstellen. Kann ich auch noch einen Stein da drauf ballern? Nicht, gell? Nee. Um jetzt wieder nochmal eine Axt zu bauen. So. So. Ein Seil. Perfekt. Gut. Immer mal unsere Vitalwerte im Auge behalten. Wir haben nur ein bisschen Durst. Das Problem ist halt, die Früchte sind gut, aber die... Ich find's besser, wenn wir Wasser finden würden, anstatt die ganze Zeit nur Früchte zu essen. Aber ich folge jetzt wirklich mal der Straße. Ich glaube zwar nicht, dass die uns in irgendeine Zivilisation führt, aber das ist ein guter Anhaltspunkt. Da kann man sich nicht so schnell verlaufen, wenn man einfach der Straße folgt. Da haben wir wieder Früchte. Die sind wertvoll hier, die Dinger. Die sind Gold wert, finde ich gerade momentan. So. Ey, hört das auch mal auf zu regnen. Hier ist wieder irgendwo ein totes Tier. Ich höre die fliegen. Oder vielleicht auf der Seite. Ja. Wir sind wieder vorbei. Also irgendwo hier liegt ein totes Tier. Ah, hier. Ich glaube, das ist nicht schlimm, die Maden einzusammeln. Die kann man ja sogar im Notfall essen. Kleiner Stock. Gibt halt Protein, die Maden, ne? Das ist halt wirklich Fakt. Naja, solange ich hier nicht irgendwelchen Raubkatzen begegne, bis jetzt, ist eigentlich alles okay. Ich hätte die Klappe halten sollen. Das da hinten ist doch fix ein Tiger oder irgend sowas. Ey, als hätte ich es nicht gerade gesagt. Was ist denn das? Sollen wir es wagen, hinzugehen? Nee, das mache ich nicht. Da unten auch? Das ist ja kein Wildschwein. Kann man da... Kann ich irgendwie zoomen oder so? Nee, gell? Ganz schlau. Ganz schlau. Ich werf meine Axt da einfach runter. Oh. Oh nein. Okay, ich schleich mich mal hin und guck. Oder ist das... Das ist, glaube ich, irgendein Tier ist das. Zeig mal, was ist denn das? Ah, das ist so ein, ich weiß nicht, so ein Biber könnte das jetzt gewesen sein, oder? Das war doch jetzt fix. Oh, hier können wir auch trinken. Nee, das ist schmutzig. Ist ja sogar oh, nö. Vielleicht, weil es regnet, kann das sein? Oh, shit, wir sind auch schon bei 23 Minuten. Speichert der, wenn ich mich schlafen lege? Weil dann würde ich mir jetzt gleich irgendwo ein Bett schnell bauen. Muss ja fast. Komm her, du Bastard. Ah, das wäre jetzt cool gewesen. Warte, was brauche ich denn für ein Bett? Was war denn das gewesen? Unterkunft. Hier. Hütte, Unterstand. Nee. Ich brauche einfach nur ein Bett jetzt gerade. Einfach 10 Palmblätter. Okay. Ah, der hat wieder Hunger. Okay, kein Problem. Das ist kein Problem, mein Freund. So. Ist jetzt wieder gut, ne? Es ist wieder gut, ja. Also, 10 Palmblätter brauchen wir. Ey, ohne Scheiß, ich baller das Bett jetzt einfach mal hier hin. Das ist ja auch eine Palme. Sehr schön. Palmblatt. 5 Palmblätter. 6. 6 Palmblätter. Mehr kann ich nicht aufheben. Okay. Und jetzt... Kann ich die hier einfach hinwerfen, so? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das müsste jetzt reichen. Für aufheben, erweitert. Aufheben. 6, 7, 8, 9, 10. Geht nicht. Jetzt habe ich ja eigentlich hier meine Palmblätter. Nee, warte mal. Jetzt müsste ich doch mein Bett hier eigentlich machen können, nicht? So. Geht ja nicht. Guck. Wie kann ich denn bitte diese Palmblätter in mein Inventar packen? Das haben sie mir nicht gezeigt. Ich kann auch nichts mit denen machen. Und wenn ich die aufhebe, habe ich jetzt hier einen Palmblatt. Ich brauche ja 10 Stück. Ich kann ja keine 10 Palmblätter tragen, oder? Geht das nicht? Oder geht das? 6. 6 ist das Maximum. Siehst du? Es sei denn, das drücke ich... Nee, das geht auch nicht.
Jo, das ist jetzt gerade mega verwirrend. Muss ich irgendwie so eine Kiste oder so das? 26 benötigt das. Warte, was kann ich denn hier sonst bauen? Das ist dieser Verband. Holzbohrer, Seil, Fackel, das war's. Mehr geht nicht. Hier auch nicht? Nö. Ah, warte mal hier. Ah, das ist meine, ja, easy, meine Handwerksfähigkeit. Bogenschießen, werfen, Tiere ausnehmen, fischen. Feuer. Kann ich nicht sagen. Stein fallen. Das ist ja das Kleine. Ja. Abbrechen, drehen. Ich würde es ja gern bauen. Ich würde es ja wirklich gern bauen, aber ich kann es nicht. Ich habe die Palmblätter hier. Aber das bringt mir nichts. Ich kann auch auf erweitert und hier nichts drücken. Aufheben kann ich nur. Und dann habe ich es in der Hand. Und dann wieder fallen lassen. 6 Stück ist das Maximum. Guck. Und selbst wenn ich jetzt sage, hey, easy, ich sammle die jetzt hier an der Stelle. Guck, das waren 6, 7, 8, 9, 10. Das sind meine 10 Palmenblätter hier. Und wenn ich jetzt sage, hier, guck, die haue ich auch hier hin. Oder? Nee. Hier, guck, die haue ich jetzt auch hier hin. Jetzt habe ich die alle hier liegen. Ja, jetzt fällt es mir wahrscheinlich darunter. Ganz geil. Ist nicht, guck, ist nicht. Oh, ist das ärgerlich. Drehen, schaffen, bla, leck mich doch am Arsch, ey. Ohne Scheiß. Tut mir leid. Wollte ich jetzt echt nicht sagen. Na, schlafen. Ich kann doch einfach so schlafen. Speichert das jetzt dann? Wurm. Unruhiger Schlaf, bla bla bla. Spiel laden, fortsetzen. Ey, kann mir mal einer sagen, wie überhaupt überlebt? 0 Tage erbrochen. Wie oft ich gebrochen habe. 0. Ja. Spiel laden, Spiel fortsetzen. Wie speichere ich denn überhaupt? Leute, ich glaube, ich muss den Part jetzt sowieso beenden. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde gleich angekommen. Und ich gucke dann immer in aller Ruhe schnell erstmal danach im Internet, wie ich überhaupt speichere hier. Das ist nicht gut vorbereitet, hä? Hey, Alter, verarsch mich nicht, Mann. Du musst doch hier irgendwie speichern können. Kannst mir doch nicht sagen, dass man das immer an einem Tag durchspielt. Das ist doch Überlebensmodus. Und wie man dann auch sowas herstellt, das will ich auch mal gucken. Also, Leute, ich beende den Part an der Stelle jetzt. Ich schaue auf jeden Fall nach, wie man speichert und wie man diese Sachen baut, wenn man halt mehrere Sachen in der Hand hält. Ich sag trotzdem an der Stelle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich tue das nächste Mal nicht wieder gerade am Anfang starten. Ich tue erstmal ein bisschen weiterlaufen, wieder Axt zusammenbauen und so und das ganze Zeug. Pipapo, so weit wie wir jetzt ungefähr sind. Und erst dann starte ich, dass ihr das ganze Gezedere nicht nochmal erleben müsst. Genau. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Leute, nochmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bewertet das Video ruhig. Ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, habt einen schönen Tag, euer Nia und ciao.